Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer Folge von Kingdom Come, beziehungsweise unsere dritte Folge jetzt. Und wir befinden uns in Scarlet, sind aus der Burg, sind wir rausgekommen und versuchen jetzt mal unsere Eltern zu finden und die zu beerdigen. So. Und Bildstock. Thorn, Sala, Revel, David, okay. Ein Pferdchen, na gut. So, wir müssen da vorne, das Ziel ist da vorne irgendwo. Halt, da ist doch jemand. Wer ist das? Kann ich mit ihm reden? Okay, da will ich reden. Gerade wollte ich meine Wut an jemanden auslassen. Oh, Pick. Mist. Ich lache dich ab. Warte. Alter. Ah, guck mal, jetzt haben wir unseren Bogen hier. Das nennst du kämpfen? Da ist so ein. Jesus. Okay. Ah, ich bin mal so gnädig. War dumm von dir. Blende dich mal, ne? Der glaubt, den ganzen Kram brauchst du nicht. Und... Okay. Scheiß Plünderer. Kann ich die Waffe wegpacken? Okay. So. Yay. Naja, was sollen sie damit? Lass uns das auch mitnehmen. Haben wir jetzt ein bisschen was. Okay, wir sind über dem Gewicht, sehe ich gerade. Okay, warte mal. Können wir auch mal hier reingehen und gucken, was hier so in den Hütten drin ist. Hier hat er sein Lager gehabt, würde ich behaupten. Der Schmarotzer. Hier ist noch jemand. Okay, wir müssen ein paar Sachen loswerden. Das ist ein bisschen viel vielleicht. Hier können wir es irgendwie abschmeißen. Essen wir das auf. So, wir haben immer noch viel zu viel Gewicht. Fallen lassen, da, gut. Gucken wir mal, was. Also, ich will nicht alles fallen lassen, weil es gibt ja auch Kohle dafür. Deswegen müssen wir gucken, was wir davon gebrauchen können und was nicht. Waffen behalten wir. Rüstung. Gibt nicht so viel, die lassen wir einfach mal fallen. Gewicht ist aber auch nur 2. Ja. Was liegt denn hier so viel? Der Lederwams. Gibt zwar 19,2. Auch nicht so wie Nackenschutz, das ist, was ich anhabe. Ja, es gibt alles ein bisschen Geld, ne? Gucken wir mal, wie weit wir gehen können mit dem ganzen Kram. So, wir müssen da hinten hin. Jetzt wäre ein Pferd doch nicht schlecht gewesen. Wenn ich sehe, wenn ich auf die Karte gucke, bin ich doch noch ein bisschen entfernt davon. Aber kann ich da nicht Schnellreise machen? Ist nicht möglich, okay. Wir müssen uns also hier durchkämpfen. Dann machen wir das mal. Du kannst nicht spurten, wenn du überladen bist. Ach, okay. Das ist... Na, da müssen wir ein bisschen was raus haben hier. Huch. Andere Richtung. Damit können wir doch nicht alles mitnehmen. Gewöhnliche Beckenhaube. Das Ding, was ich anhabe. Geflickte Beinlinge. Auch nicht so viel Gewicht. Da leichte Garmeson. Die schmeißen wir jetzt raus hier. Gibt zwar Geld, aber... Wir müssen auch ein bisschen wendig sein, ne? Hier liegen echt über Leichen. Leichen säumen meinen Weg. So, hast du irgendwas, was wir unterlanden können? Ah ja, Brot nehmen wir noch mit. Mein Gott, das muss auch so schrecklich sein, in ein Dorf zu laufen, wo dort Tote sind, wo du weißt, dass eigentlich nur Tote sind. Aber dass die ersten Plünderer schon da sind, ist ja auch schon irgendwie gruselig. Die Groschen nehmen wir mit. Mehrere, die ich kann aber halten. Was ist denn hier? Ich hab eine Axt. Die wiegt aber auch schon wieder 5. Können wir aber noch mitnehmen. Direkt an der Grenze. So. Scarlet ist ja noch ein bisschen voraus. Huch. Kann ich durch den Büsch laufen? Wie schlecht ist das denn? So. Ich will nur Kohle, Leute. Ich will nur Kohle. Hier ist genau. Alle, die versuchen aus dem Dorf rauszukommen, ne? Eigentlich schon ganz schön bitter, wenn man guckt.
Köhler. Köhler hat es leider auch nicht so weit gebracht. Oh, da hängt jemand. Als Warnung oder was soll das? Das ist die Frage, als Warnung für was? Mein Gott. Sie sind alle abgehauen mit einem Apfel und einer Brezel in der Hand. Was haben diese armen Seelen ihnen denn getan? Der hat gerade geplündert, ne? Ah, warte mal. Gute Frau, dein Verband nehme ich mit. Wo ist er denn jetzt hingelaufen, der Typ? Ah, ist abgehauen. Ich hoffe nicht, dass der Verstärkung holt. Ich glaube nicht. Eine blank gezogene Waffe erschreckt die Leute und in Städten wird man die vielleicht sogar... Die Wachen auf dem Hals. Habe ich denn die Waffe draußen? Woran sehe ich denn das? Jetzt habe ich die Waffe draußen. Jetzt ist die Waffe drin. Also werde ich sie ja nicht draußen haben. Wenn ich hier drücke. Da ist mein Bogen. Okay. Bogen kommen wir wieder weg. Gut. Verbände kann man nicht genug haben, denn wenn man sich erstmal verletzt hier, ist man froh, Verband zu haben. Mein Gott, schaut euch das Gemetzel an hier. Wer ist da? Ist doch nicht schön. Was ist? Oh. Seh an, was da unter einem Stein hervorgebrochen. Nein. Ich bin schon wieder die falsche Waffe gezogen. Verdammt. Jetzt. Jawohl. Noch mehr? Komm her. Verdammte Scheiße! Oh. Gott im Himmel, nein! Verschone mich, bitte! Reden wir mit ihm. Ihn einfach so ziehen lassen, ihn einfach ziehen lassen, den Kampf fortsetzen. Hm. Nein, vergiss es. Jetzt stirbst du. Finde ich aber auch. Bestie! Oh, ich wollte den Kerber nicht hochheben lassen, fallen. Ich wollte ihm einen Gnadenstoß geben, aber es klappte nicht mehr. Bestie, sagt er zu mir, du hast doch geplündert, du Spacko. Warte mal ganz ehrlich. Ich kann auch nichts mitnehmen, das ist alles so schwer hier. Weil sonst gibt er echt viel Kohle, ne? Es ist so blöde, man kann nicht so viel tragen und könnte echt ein bisschen Kohle machen hier, ne? Das ist wirklich ärgerlich, naja. Lass mal liegen. Also links ist meine Waffe. Ich hole immer den Bogen raus. Ich meine, mit dem Bogen gegen die ist ein bisschen dumm, ne? Was hat der denn hier? Ein Brezel. Oh, die liegt einfach mal so da rum. Oh, cool. Ich muss mal ins Dorf gehen und gucken, ob ich irgendwas... Ob ich noch andere Plünderer aufhalten kann. Oder ob ich selber zum Plünderer werde. Tom, 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 tom. Naja, die Leute können es ja nicht mehr gebrauchen. Schön, die Scheiße da drin. Ja, die können es ja wirklich nicht mehr gebrauchen. Warum soll man es dann nicht mitnehmen? Das ist ja Quatsch, wenn es hier rumliegt. Aber ich komme hier nirgendwo rein. Das ist einfach ein totes Dorf, wo keine Türen mehr sind, oder was? Kann ich nirgendwo reinkommen? Das ist ja frech. Warte, versuchen wir hier. Schloss, sehr leicht. Knacken. Ich probiere nochmal ein Schloss zu knacken. Ich habe ja genug Dietriche. Ich finde es eigentlich nicht leicht, ein Schloss zu tragen, muss ich zugeben. Okay, ich hab's geschafft. Aber ich find's nicht leicht. Ich find's wirklich nicht leicht. Die Vibration gibt natürlich irgendwas an, aber... Hm, oh cool. Cool, haben wir genug. Ach, hat sich ja nicht gelohnt, den Dietrich zu verwenden hier. Schade. Na gut. Was soll's? Muss die anderen Häuser noch ein bisschen angeleuchtet sein? Ja, hier liegt noch einer. Oh, warte.
Verband nehme ich mit. Im Verband kennt noch jemand. Ja, so. Ich lasse mich nicht hetzen in dem Spiel. Das heißt, ich werde nicht jede Aufgabe direkt drauf zulaufen und gleich machen. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn man einmal so ein bisschen rumgucken kann und das Ganze sich neugierig anschaut. Denn dafür ist ein Rollenspiel ja gemacht. Nicht einfach nur die Aufgaben abklappern. Dann kann man auch World of Warcraft spielen, sondern einfach alles mal sich zu Gemüte führen. Aber ich glaube, das Dorf ist schon ein bisschen leer. Deswegen lass uns mal in unsere Richtung gehen. Können wir hier rüberkommen eigentlich? Hier rüber? Hier komme ich ja bestimmt rüber. Aber komme ich da oben auch irgendwo drüber? Über den Zaun? Sonst laufen wir einfach am Zaun längs. Da komme ich nicht rüber. Okay, müssen wir mal auswandern. Das ist auch nicht so wild. Da hinten noch jemand unten. Hier kommen wir nicht rein. Na gut, gehen wir noch außen rum. Ach, Mann. Schade, schade. So. Mein letztes großes Rollenspielprojekt war tatsächlich Skyrim für die Switch. Habe ich hier auch auf dem Kanal gespielt. Also, falls sich jemand dafür interessiert, kann das gerne anschauen. Da muss ich allerdings zugeben, habe ich natürlich die Aufgaben gemacht. Bin ich sehr, sehr aufgabenfixiert gelaufen. Dadurch ist mir natürlich einiges entgangen, was natürlich sehr schade ist. Diesen Fehler werde ich hier bei diesem Spiel nicht mehr machen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe bei Skyrim relativ schnell eine Waffe gefunden, mit der ich gut spielen konnte und auch die sehr machtvoll war, fand ich. Es war dann nicht mehr so schwer, das Spiel. Ich kann natürlich den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Aber naja, ist das noch ein Bandit da vorne? Hallöchen, ich bin Heinrich. Was ist hier los? Was ist da? Seh an, was da unter einem Stein hervorgebrochen kommt. Ja. Ja. Oh. Ah, du Spast. Sorry, aber... Oh, hat mich nicht verdient. Anders. So, meine Vitalität ist aufgegangen. Können wir gleich mal gucken. Warte mal, das hier nehmen wir mit. Und Verband nehmen wir auch mit. Alle drei, natürlich. Wir müssen mal schauen. Wie echt viel Geld auf mir liegen lässt. Wir müssen mal schauen. Kommt mal mit. Ob da irgendwas verändert an unserer Vitalität. Und Spieler mal angucken. Also Werte, Hauptstufe, kann man da irgendwas dran ändern eigentlich? Oder machen die das selbst? Was kann ich jetzt lernen? Wie viele Punkte habe ich denn? Ein Punkt. Asket. Was ist denn das? Geben wir mal die Info darüber. Du bekommst 30% länger ohne Essen. Ach, du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 2% stärker. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist im Komfort bequemen Betten gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Umgekehrt. Das ist ja blöd. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% Charisma. Vielleicht stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken. Dein Aussehen regeneriert sich nachts 20% schneller, tagsüber 10% langsamer. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance auszuweichen um 10% erhöht. Finde ich ganz gut. Können wir das nehmen? Ja. Cool. Okay. Was gab's noch? Achso. Hier auf. Speer. Hier, Stärke. Also, wir haben da zwei. So, Stärke, Bollwerk. Gegnerische Angriffe mit deinem Schild zu blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer. Leichen oder Bewusstlose zu tragen verbraucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt dich das Tragen nur halb so stark. Deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist um 40% erhöht. Du kannst 15 Pfund mehr als sonst tragen. Das finde ich ziemlich cool. Kann ich das lernen? Yes. Das machen wir, das doch gut. Und mit dem Schild zu blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer. Finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Lass uns das mal machen. Huch. Stecken wir mal zu. Agilität. Wo kann ich dann sehen, wie viele ich denn da... Okay.
Hätte ich wahrscheinlich auch für was anderes nutzen können, habe ich es nicht gemacht. Na gut. Kann ich jetzt nicht. Gut. Haben wir hier ein bisschen was erhöht. Ist ja auch nicht so verkehrt. Warte mal. Wenn ich das mehr tragen kann, dann könnte ich doch auch noch von ihm was. Ja, von ihm hier nicht. Die sind ja. War das erste Mal. Jetzt packen wir die Schwerter und das weg. Und gucken mal weiter. Hier liegen noch ein paar Leute. Okay. Gehen wir mal hier rein ins Dorf. Okay, ich bin schon Scarlet. Das wäre ja auch im anderen Dorf. Das ist schon Scarlet. Den wir mitgemannt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Ja, die haben alle versucht zu kämpfen. Was hat denn genützt? Junge, sei froh, dass du geflohen bist, sonst hätte ich kein Spiel, was ich spielen könnte. Okay. Das sieht auch so einiges. Oh Gott, du hast ihn hier gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Du hast nicht geflohen. Du hast sie nicht im Stich gelassen. Ich. Oh Gott, was ist denn mit meiner Bianca? Das ist auch hier irgendwo, ne? Ich kann euch leider nicht alle beerdigen. Ich würde es gerne tun, das geht leider nicht. Ein paar sind schon verbrannt, wie man sieht. Nein. Biancas Ring? Wieso? Den nehmen wir mit. Den Retterschnaps auch. Warum gerade du? Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Das ist immer nett von mir. Oh, Apfelbeeren sind da gleich nicht so gut. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Auch nichts mehr. Die sind schon alle geplündert worden hier, oder die hatten einfach alle nichts. Die Eltern sind doch gar nicht so weit von mir. Ich hätte die doch gesehen von da oben noch, ne? Sie müssen doch hier irgendwo sein. Oh, jetzt sehe ich sie bestimmt. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Ein kleines Rache-Epos ist es ja schon, ne? Mein Ziel vor Augen ist es. Muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Mein Gott, das Ganze überreden. Wie nervig. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter liegen. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Nach deinen Eltern. Was macht ihr denn? Da brauchen eine Schaufel. Wer schafft eine Schaufel? Wo kriegen wir die Schaufel? Das ist die Frage. Ich wollte meine Eltern, wer schafft eine Schaufel? Ich wollte meine Eltern plündern, ich wollte mal gucken, was hier noch es gibt. Ich
mal lieber alle an. Nicht, dass ich da was übersehe und jemand gerade eine Schaufel in der Hand hat. Hier laufen ein paar Hunde rum. Hört sich so an, die Hunde rumlaufen. Aber wo können wir eine Schaufel finden? Oben bei uns vielleicht? Guck mal. Schade, dass da nichts mehr zu holen ist. Na gut, wir gehen jetzt mal hoch zu uns und schauen, ob wir eine Schaufel finden. Wahrscheinlich bei uns, genau. Ich hab schon gedacht. Muss komisch sein, zu dem Ort zurückzukommen, wo so viel Schreckliches passiert ist und man auch gerade noch seine Eltern verloren hat. Schon scheiße. So. Ich wollte sagen, habe ich alles rausgenommen, bevor ich geflohen bin. Da dürfte nichts drin sein. Hier ist auch nichts mehr. Eine Werkstatt von den Kohle-Schaufeln vielleicht. Und auf die Karte hier. Schaffe dir eine Schaufel. Was ist uns da der Marker hin? Da unten muss immer eine Schaufel sein. Hier oben anscheinend nicht. Gut. Die Burg haben sie ja auch verlassen, da könnten wir noch mal reingehen gleich. Aber jetzt gucken wir, ob wir eine Schaufel finden. Fällen so viele Hunde, ich habe Angst, dass ich die angegriffen werde von einem Rudel tollwütiger Hunde. Der Köhler hatte Schaufeln, aber der Köhler gibt es ja auch nicht mehr. Keine Schaufel. Ich bin in diesem Bereich suchen. Guck mal. Müssen wir mal zu diesem Hund gehen da? Was will er denn, der Hund? Der Köter. Ich hole trotzdem mal mein Schwert raus. Man weiß ja nie. Rauch, nichts hier. Belllaute kommen doch von da, ne? Hör sie zumindest. Gucken wir, ob wir von der anderen Seite reinkommen. Also wo die Schaufel jetzt hier sein soll, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich sehe hier leider auch keine. Ich gehe nochmal hier rein. Gucken, ob wir da was finden. Oh, jetzt kommt was. Da, er hat eine Schaufel in der Hand. Zieh Leine, du Drecksköter! Das Biest! Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Hä? Er bewacht sein Herrchen. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern begraben. Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Leih mir deine Schaufel. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine Ahnung. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel.
Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Der Typ nervt mich. Also gut. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel über das Schwert. Gut so. Dann schlage ich dir die Zähne ein. Was? Lauf, du Spacko. So, ich nehme die Schaufel mit. Die Groschen braucht er doch wirklich nicht. Den Rest kannst du behalten. So. Geben wir unter der Linde ein Grab aus und bestatten dann unsere Eltern, dann machen wir das mal. So auch ein Stückchen dahin zu laufen wieder. Gut, dass ich so viel Ausdauer habe. Ich möchte meine Eltern nicht selbstständig beerdigen müssen. Das ist schon blöd. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Dann leg mal los. Hier? Was muss ich selber machen jetzt hier? Da kommt so eine Animation, die ich machen soll. Na gut. Guck mal, wo der... Was ist denn mit dem Schwert los? Warum ist das? Zustand 97. Weiß nicht, warum das jetzt so rot ist. Wahrscheinlich, weil wir es gerade benutzt haben. Gut, wir müssen jetzt aber einmal das Ding haben. Wenn du ein Grab aushebst oder einen Schatz schrammelst, aber keine Schaufel hast, wirst du danach ganz schön dreckige Finger haben. Ich kann es gar nicht auswählen jetzt gerade. Okay, dann müssen wir hier eine Stelle finden, wo wir... Wie kann ich das denn hier jetzt nutzen? Ach, da. Wir gehen zu graben. Okay. Da ist noch ein Karren. Da kommt der Hund. Bekomme ich einen Freund. Ein Best Buddy sozusagen. Das wäre natürlich ein Highlight. Also. Legen wir mal los. Schon blöd. Tut einem auch so ein bisschen leid, der gute Mann. Der arme Heinrich.
Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bishop? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, pack den Bastard zu Brei! Okay. Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Oh Gott, habe ich die Chance gegeben? Eieieiei. Das wird eine Freude. Oh. Oh, das war's. Ich habe nicht so viel Chance gegen den. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mann. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hallöchen? Wer ist sie denn? Hört auf mit dem Spielchen. Ach so, das ist die andere Tante. Robert ist doch Verlass. Mist, hab ich kein Schwert mehr. Wie kacke ist denn das? Okay. Das war der längste Anfang, den ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Also Einführung. Jetzt kommt die Schrift. Das ist auch die, die die Nägel geholt hat, ne? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Recht gut gemacht, das Ganze.
Das war meine Einführung, würde ich sagen. Träumen wir noch ein bisschen? Ach, sie kann herumlaufen, okay. Geht's hin? Rettet deine Eltern, wo sind die denn? Schauen wir gerade aus. Da. Ah, itt épp egy malacka tévedt a disznőlésre. Kinyírnak! Doch ein Schwert! Faszás! Da, weg ist er! Aber wohin? Jetzt? Wo kann ich hin? Mit. Nein! Ja, wo bin ich denn hier, ey? Wo ich hinlaufe. Das Ziel ist da, okay. Aber irgendwie habe ich schon ganz schön viel Blut verloren. Irgendwas mit aufhören? Schreit da jemand? Aber wer schreit da? Warte mal kurz. Sind da meine Eltern? Wahrscheinlich eher als da, wo ich jetzt hin wollte, ne? Hä? Brauchst du Hilfe? Oh. Jetzt habe ich noch einen Feind. Gott. Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Okay. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge, ich habe das erledigt. Danke.
Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren später. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast deinen ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie hast du mich gefunden? Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlett's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Tannberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was hast du da gemacht? Was in aller Welt hast du in Scarlett's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Sie haben nach mir gesucht. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich bin müde. Ach, ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. A little moment later. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Oh, ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Okay. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. So, ein paar Aufgaben haben wir bekommen. Und Essen ist auch da. Lecker, lecker, lecker. Geh weg da. Ja, mehrere Quests, wie man sieht. Vergeltung wird wahrscheinlich die größte von allen sein. So. Tod ist der Müller, mit denen reden wir mal. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht.
Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Na schön, worum geht's? Schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel. Bis auf das Nicht-Erwischen-Lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schicke dich auf ein Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du. Aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Was mache ich? Mache ich das oder mache ich das nicht? Ich will eigentlich ein guter Mensch sein. Ich sag mal, ich mache es mal nicht. Das hast du schön gesagt. Aber es ist und bleibt eine Schandtat. Ich mach das nicht. Meine Ehre ist mir wichtiger als Silber. Das war deine Chance, deine Schulden abzuarbeiten. Glaub ja nicht, du kannst dich da rauswinden. Ich will mein Silber zurück. Kriegst du. Sonst mache ich dir das Leben zur Hölle. Wirst sehen. Möge Gott über dich wachen. So. Können wir mit ihm reden? Vielleicht kriegen wir eine andere Aufgabe. Kann ich was fragen? Nee. Das wäre alles. Naja, dann mache ich die Aufgabe. Ich hab's mir anders überlegt. Ich tue es. Bist wohl zur Vernunft gekommen, wie? Du weißt, was zu tun ist. Besorg mir den Ring des Toten beim Galgenberg. Wo bekomme ich eine Schaufel? Wo bekomme ich eine Schaufel? Eine Schaufel? Draußen ist eine. Beim Wagen. Kannst du mir Brei bringen, wie man Schlösser knackt? Lebe wohl. Hä? Versuche die Truhe zu öffnen. Ah, okay. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Klinge nimmst du in die linke Hand und nutzt. Hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Und verkackst du's. Du musst von vorne anfangen. Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen da bis nach Kuttenberg zu hören. Du musst dich vorsehen. Ein erfahrener Wachmann würde dieses Geräusch sofort erkennen. Okay. Oh Mann! Nochmal. Also. Sind das? Das ist wirklich nicht leicht, also nochmal. Mist! Aber hier kann ich was üben. So, das hat ja schon ein paar Mal geklappt bei mir, habt ihr gesehen. Aber es wäre natürlich schön. Okay, aber ich war fast dran, ne? Nochmal.
Also muss er richtig schnell sein dann auch oder langsam? Jetzt war ich aber richtig weit. Mann. So schnell komme ich gar nicht rum, wie der es will. Das ist doch merkwürdig. Also ich bin hier. Man muss ja eigentlich das Schloss bleiben. Wenn ich jetzt noch runtergehe. Okay, wohin oder so. Also. Merkwürdig. Das ist zu viel. Ich bin ja schon relativ weit rumgekommen, aber es ist trotzdem irgendwie merkwürdig. Also man ist hier drin und dann muss man drehen. Okay, jetzt habe ich alle mal Dietrich verbraucht, ist ja super. Hat sich ja gelohnt. Danke. So, kann ich mit dir mal Dietrich kaufen vielleicht? Peschek. Guten Tag. Kann ich was fragen? Ja, los. Das wäre alles. Okay. Mach's gut. So, wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir machen müssen. Reden wir mit Theresa. Hast du schon gegessen? Ja, es war sehr gut. Ja, es war sehr gut. Hast du das gebacken? Ja, freut mich, dass es geschmeckt hat. Okay. Gut, wir gucken uns noch ganz kurz unsere Quests an. Da, Müller-Peschek, optional, du solltest deine Schulden mit Müller-Peschek bei der für die. Besorge deine Schaufel. Ja, schon mal die Schaufel, die holen wir uns. Dann haben wir noch Sachen. Ich habe gar nichts mehr, auch keine Rüstung, nichts, okay. Gut. So, jetzt kurz nicht wundern durch diesen kleinen Cut hier. Ich habe mich schlafen gelegt, um zu speichern. Also den Heinrich schlafen gelegt, um zu speichern. Und deswegen, ich direkt hier in der Mühle. Deswegen habe ich auch gleich die Sachen aus der Truhe rausgenommen. Also ihr habt nichts verpasst. Ich musste nur eine Pause machen, aber ich wollte das Video nicht da aufhören lassen. Deswegen, ja, kleine Pause. Aber jetzt haben wir die Schaufel, haben wir uns ja gerade eben besorgt. Und jetzt werden wir mal zu diesem Galgenvogel gehen. Galgenberg heißt das. Und werden den Typen da mal ausgraben. Die Audienz, Questgeber, was ist das? Der DLC. Da schaffen wir das. Ah, da. Wir sind da hin. Kann ich einen Marker setzen? Ja, okay. Laufen wir mal hin und besorgen das. Wir wollen ja erstmal unsere Schulden loswerden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der Rest kommt dann und wann, ne? So. Weil da sieht man, da habe ich einen Retterschnatz benutzt. Ich bin dann noch ein bisschen angedingelt. Was nicht so schlimm ist. Du hast entdeckt Gerber. Okay. Den Händler auch gleichzeitig? Yes. Mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Hallo, moin. Lass uns handeln. Okay, sie hat verschiedene. Die hat aber auch. Verbände brauchen wir jetzt nicht kaufen, weil hier. Wird sie das nicht haben, aber vielleicht kann sie jetzt was von uns kaufen. Zum Beispiel. Wohl die Axt behalte ich. Die sieht ja gar nicht so verkehrt aus. Rüstung haben wir eigentlich auch einige Sachen bekommen, aber wir können auch einiges verkaufen hier, glaube ich. Also Biancas Ring. Hey, lass mal kurz. Gewöhnliche, also die ganze Rüstung habe ich noch. Was nicht so verkehrt ist.
Die behalten wir hier. Also wir müssen uns ja mal irgendwie ein bisschen anziehen hier. Also wir ziehen. Bevor wir mit dir verkaufen, verkleiden wir uns mal kurz. So, also Rüstung. Wir brauchen auf jeden Fall alte Stiefel. Und hoffen jetzt nicht unbedingt. Oder? Ich zieh noch eine schöne Hose an. Gepolsterte Bunthaube. Eigentlich nicht. Kleiner Helm, den behalten wir mal. Das grüne Hemd bringt uns jetzt nicht so viel. Aber das hier vielleicht. Nee. Das hier aber. Bam. Sieht doch gut aus. Den Wappenrock packen wir das auch rüber. Guck mal, den Nackenschutz noch. Den Wappenrock. Dann sehen wir zwar ein bisschen aus wie so ein. Aber besser als gar nichts. Biancas Ring ziehen wir auch an. Gibt uns ein bisschen Charisma. Handschuhe ziehen wir auch an. So. Wo die geflickten Beinlinge ja noch ein bisschen besser sind, wa? Lassen wir es mal so. So, jetzt können wir mit der Händlerin reden. Jetzt können wir auch ein paar Sachen verkaufen. Viel Glück. Wie viel Geld hat die denn? Die hat 200, okay, pass mal auf. Du kannst von mir haben. Zwar das Ding kriegst du. Das Ding. Das Ding. Ach, den behalten wir mal. Das grüne Hemd. Das kannst du haben. Den Lederwams kriegst du auch. Das kannst du auch haben. Den kriegst du auch. Den Rest behalten wir. Bei den Waffen. Ich glaube, das Schild behalten wir auch einfach mal. Ja. Gut, hat uns jetzt mal Kohle gegeben. Das ist doch gut. Kaufen wollen wir eh nichts. Und dann gehen wir da raus. So, machen wir uns auf den Weg, um dieses gute, na wie heißt das, diesen guten Ring zu finden, den wir da irgendwie ausbuddeln müssen. Achso, ich muss nochmal kurz unsere Sachen auch anlegen, wenn wir schon dabei sind. Bam und das und das. So. Brauchen wir jetzt nicht ausziehen, aber dann haben wir schon mal. Sieht auch sehr idyllisch aus hier, muss man sagen. Die Frage, welchen Weg wir gehen. Direkt hier durch den Wald? Oder ist es gefährlich? Nee, es könnte nicht gefährlich sein, ne? Wie gehen wir hier durch? Ich darf nur längst wo runterfallen. Kann ich hier noch Kräuter sammeln? Da, Salbei. Okay, wenn das jedes Mal macht, dass das runtergeht und das einzusammeln, nervt es schon. Okay, macht er. Na gut, macht aber nichts. Weil irgendwo kann man ja auch Alchemie machen. Und wenn wir das hinkriegen. Huch! In so einem kleinen Lager, was ist das? Bin ich eingedrungen? Ist das Mohn? Ringelblume, okay. Ja. Mehr Ringelblumen kann ich nicht einsammeln? Doch, da. Muss man auch direkt antasten, sonst wird das nichts. Der Cursor muss direkt drüber sein. Sonst ist das, geht das nicht. Okay. Mal. Sehr gut. So, gehen wir mal weiter. Wo war das denn hier? Hier gehen wir raus. Du hast entdeckt einen Waldgarten, ja, das ist schön. Der ist auch schön gepflegt gewesen. Trotzdem müssen wir versuchen weiterzukommen. Diesen Bogen können wir nicht wirklich gut einsetzen, wie man es schon gesehen hat. Na, obwohl, jetzt geht's, wa? Da fahr ich gleich wieder mit dem. Na klar, ne? Okay, dann können wir natürlich ein paar Tiere jagen und vielleicht auch beim Gerber ein paar Felle verkaufen. Das ist natürlich wieder angenehm. So. Das ist ein leckerer Fliegenpilz. Na, mit. Mal gucken, wo wir
hochkomme. Oh, ich krieg, glaube ich, langsam Hunger. Aber ich habe ja Essen dabei, deswegen ist das nicht so schlimm. Komme ich hier hoch? Ja, okay. Ich nehme jetzt die Abkürzung durch den Wald. Inwieweit das jetzt kürzer ist, weiß ich auch nicht, aber... Also, wir kommen hier hin. Hier ist noch mehr. Mohnblume. Ja, mit. Ich weiß nicht, wofür man das alles brauchen kann, aber ich denke mal, so ein bisschen Kräuterkunde, das kommt wahrscheinlich noch. Und dann werden uns die Sachen... Ach, guck mal, neue Stufe erreicht, Kräuterkunde. Oh, Löwenzahn haben wir auch. Nehme ich mit für meine Kaninchen zu Hause. Das hier für eine Blume. Jetzt so eine Wildblume. Oder? Noch ein Löwenzahn. Ist schon was Feines. So, jetzt gehen wir hier mal durch. Da kommen wir nicht durch. Heißt aber, ich komme jetzt nicht durch, muss den ganzen Weg außen rumgehen? Nee, gut. Aha. So. Sind wir hier oben? Warte mal, muss ich meinen. Habe ich meinen Bogen noch in der Hand? Okay, Bogen wegpacken. Gut, dass man den Schatten sehen kann. Gehen wir hier mal rein und reden mal mit dem guten Mann hier. Henker Hermann. Versuche ihn aus dem Haus zu locken. Also, manche Leute können dir etwas beibringen, wobei es vorkommen kann, dass du dafür bereits die Grundlagen beherrschen musst. Für einige Fertigkeiten findest du mehrere Ausbilder in der Spielwelt. Für jede Fertigkeit können 4 Lektionen gelernt werden. Ich frage ihn erstmal wegen der Verbrecher. Das mag etwas seltsam klingen. Aber du hast doch neulich diesen Schurken begraben. Wir appellieren mal an sein gutes Herz, obwohl er ein Henker ist. Er hat 3 Kinder hinterlassen. Und da dachte ich, es könnte sie trösten, wenn ich ihnen den Ring brächte, den er in seiner letzten Stunde trug. Bestimmt hast du das Kleinod nicht zusammen mit ihm verscharrt. Kinder, sagst du? Oh. Du hast recht, ich habe den Ring. Aber er ist Schund. Du kannst ihn für ein paar Groschen haben. Oh, bezahl ich doch 20 Groschen dafür. Abgemacht. Da hast du ihn. Oh, das war ja leicht. Hätte man schon auch anders machen können. Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Okay. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Reden wir nochmal mit ihm. Übung. Hundemeister. Kannst du mir mit meinem Hund helfen? Selbstverständlich. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Das glaube ich ja gar nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht ein anderes Mal. So. Okay, jetzt hat er mir diesen Kupferring gegeben. Und den gebe ich dem Typen zurück. Den können wir da vielleicht schnell hinreisen zu ihm. Zur Mühle. Kehre zu Müller Peschek zurück. Yes. Ah, den ganzen Weg durch den Wald zu laufen, ist nicht so viel Lust zu. Jetzt bin ich gespannt, ob es auch wirklich der Ring ist. Oder ob der Müller sagt, nein, ich habe noch einen Auftrag für dich. Man kennt das ja. Und plötzlich muss man ganz viele Sachen machen. Hier drin ist er gerade nicht. Hier ist er auch nicht. Aber wir können was aus dem Topf essen. Achso, ich dachte, er hätte... Ja, dann gehen wir hier raus. Da bist du ja. Kurz mit dir reden. Ja, komm erst mal rein und leg deinen Sack ab. Schwer beschäftigter Müllersmann. So. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kohelnitz, zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir... heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Du würdest mir gestohlene Ware abkaufen? Ich komme bestimmt irgendwann auf dein Angebot zurück. Würdest du mich Taschendiebstahl lernen? Das finde ich ganz gut. Würdest du mir etwas übers Müllers Handwerk beibringen? Also, wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das
wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Mach's gut. Okay. Komm, wir gehen hinter die Mühle. Denn dort sieht man uns nicht. Hier wahrscheinlich, ne? Aber hier haben wir ganz Dietriche wieder. Und alle meine Dietriche weg. Weg wahrscheinlich. Ne, da, Dietrich, 4 Stück habe ich. Okay, ich hatte immer mehr gekauft, die sind wahrscheinlich auch alle weg. Ein paar uralte Karten. Achso, die habe ich wahrscheinlich bekommen durch die Content, DLC-Content. Bekommst du? Was ist denn der? Was macht der denn jetzt, der gute Mann? Hä? Ich dachte, ich soll hinter die Mühle kommen. Da war ich doch. Will der mich etwa verarschen, würde ich gerade sagen? So meint er woanders noch. Ist er noch hinter der Mühle? Ich dachte, jetzt meint hier vielleicht, aber das ist ja gar nicht die Mühle, fällt mir gerade auf. Oder ist es doch, was ist das Wasserrad? Das ist doch die Mühle. Da meint er die große Mühle, die Windmühle. Hat er eine Windmühle? Hat er nicht. Wo ist der jetzt hingelaufen? Mann, Mann, Mann. Ach, da ist er, okay. Das ist jetzt für mich nicht genau die Mühle, aber okay. So, dann zeig mal, was du kannst. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Oh Gott. Taschendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Erwischt dich die Zielperson oder eine Zeuge mit der Hand in der fremden Tasche, wird Alarm geschlagen. Und du wirst als Dieb verfolgt. Um jemanden erfolgreich zu bestehlen, musst du dich zuerst unbemerkt anschleichen und dann A gedrückt halten, um den Taschendiebstahl einzuleiten. Der erste Schritt ist das Herumwühlen der Tasche, in die du A gedrückt hältst. Dies ist nicht leicht, besonders wenn die Zielperson sich bewegt. Je länger du herumwühlen kannst, desto länger kannst du dich auch aussuchen, was du willst. Um dann zu stehlen, musst du die Mindestdauer für das Herumwühlen überschreiten, was du daran erkennst, dass sich der Hintergrund der Rose von rot zu grün ändert. Wie viel Zeit dir für die zweite Phase des Taschendiebstahls bleibt, erkennst du anhand der Zahl in der Mitte der Anzeige. Behalte die Farbe der Anzeige gut im Auge. Ist sie hellgrün, wird dich dein Opfer nicht erwischen. Wird sie jedoch dunkler oder rot, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auf frischer Tat ertappt wirst. Hier ist deine Hand in der Tasche von jemandem und du musst sie samt Beute herausziehen, bevor du die Zeit abläuft oder erwischt wirst. Bist du ein erfahrener Dieb und hast die Spitze zum Gegenstandsexperte vollständig erlernt, kannst du die Eigenschaften des Gegenstands im Inventar deines Opfers einsehen. Der Gegenstand, den du gerade gestohlen hast. Die verbleibende Zeit, bevor du erwischt wirst. Diese Zeit verlierst du, wenn du entscheidest, den besagten Gegenstand zu stehlen. Sie hängt primär vom Gewicht der Gegenstände ab. Wir probieren es aber mal. Nochmal. Rückenschmerzen? Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Okay, nochmal. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal!
Geschafft. So ist es gut. Hab kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Übe am besten einen Betrunkenen oder Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Natürlich. So. Gut, Taschendiebe können wir jetzt auch. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Warte mal. Wir ringen nur noch mit. Jetzt müssen wir eigentlich nur den Ring rüber zum anderen Bauern bringen. Büller bringen. Bauern. Ist nicht richtig, ist kein Bauer. Du hast noch was zu essen für mich. Anscheinend nicht. Na gut. Sich waschen. Das wäre noch nicht verkehrt. Du hast dich so gewaschen, wie gut es in deinen Trog geht. Gut. So, wir müssen jetzt zu diesem anderen Bauer-Dings. Der ist hier hinten irgendwo. Was ist das hier? Aktivitätengeber? Questgeber? Neue DLC-Quest. Okay. Ja, wir müssen jetzt hier hin. Können wir auch hin, wenn wir hier raufklicken, ne? Zack. Gut, wir brauchen auf jeden Fall mal irgendwann ein Pferd. Aber wir haben kein Pferd. Und der Hund kommt auch nicht. Oh, ein Kack. Na gut, laufen wir mal. Oh, guck mal, die Texturen. Ah, jetzt kommen die Texturen. Ich wollte gerade sagen, wieso kommen da keine Texturen? Die müssten doch eigentlich auch schon kommen. So. Ja, ich glaube, wir müssen kurz was essen. Oh, ein bisschen mehr Hunger habe ich trotzdem noch. Oh, ich habe mir, glaube ich, den Magen verdorben mit diesen rotten Beeren. Das war vielleicht nicht so clever. Naja. Kann man ja nicht ahnen, ne? So, gehen wir da hoch? Dann gehen wir da hoch. Können auch Leute einfach umhauen und ausrauben? Bestimmt. Aber ist vielleicht nicht so das Ding, ne? Stehlen steht da jedes Mal. Das ist natürlich ganz cool. So. Da müsste es ja sein, da oben. Also, da müsste der andere Müller ja sein. Schnellreise. Ja, witzig. Ich konnte da gerade nicht schnell hinreisen. Sonst hätte ich das gemacht. So. Er hat ja eine schicke Strumpfhose an. Gelb und grün. Sieht aus wie ein Clown. Schnellreiseort entdeckt. Das ist doch gut. Ist was zu essen. Da esse ich jetzt noch nichts von. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dvojitz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ich muss den Ratzig sagen, was mit seinem Schwert geschah. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell geerbt. Danke. Okay, machen wir erst Herr Ratzig. Ich dachte jetzt, es wäre Richtung Müller, aber dann gehen wir erst zu Herrn Ratzig. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist das Lager entdeckt? Geht's hier links? Was sieht denn eher nach Burg aus? Wir gehen mal hier rein. Na, das sieht auch eher danach aus. Da ist auch sein Pferd. Glaube ich zumindest. Oh. Das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden.
Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Wo ist die Ritterhalle? Hier oben oder unten? Wo kann die sein? Löchern. Das soll nicht die Ritterhalle sein, aber das ist die Küche. Okay. Vielleicht eine Etage höher? Oh, da war mal so ein bisschen Weg hier. Hier rein. Oh, jetzt kommt zu Herrn Ratschek. Zero Gnaden. Ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratei genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt... desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeih. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Ratei. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe.
Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Okay. So kann man nach oben kommen. Perfekt. Aber auch die perfekte Gelegenheit, um zu speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach ja, das wäre ganz nett, wenn ihr das Ganze liken, abonnieren oder die Glocke hauen würdet. Denn ohne Fleiß kein Preis, wie es da steht, wäre schon schön, wenn mehr Leute das hier schätzen würden, was ich mache. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.